Hallo Gunmore-Freunde, vor 2 Wochen habe ich ein ganz grobes Video über Bambus hochgeladen, wo ich 3 Gattungen analysiert habe und auch ein bisschen besprochen habe. Daraufhin haben sich einige von euch gewünscht, diese Gattungen ein bisschen näher zu betrachten, und damit beginne ich in diesem Video. Ich nehme in diesem Video die Schirmbambusse vor, die botanische Gattung Fargesia. Eine ganz interessante Gattung. Kleinbleibend, maximal 6 Meter, in der Regel aber bis zu 3 Meter groß, filigraner, nicht so wuchtig und deswegen ganz gut in der Gartengestaltung einzusetzen und tatsächlich für euch in der Gartengestaltung von Bedeutung. Und damit beginnen wir einfach in diesem Video. Floll. Die Schirmbambusse sind ganzjährig grün, also immer grün und auch zuverlässig winterhart bis minus 20 Grad. Vertragen es diese 3 Arten, die ich hier im Video erwähne, ganz gut. Der überragende Vorteil bei diesen Schirmbambus bei Fargesia ist, dass sie keine Ausläufer bilden und deswegen auch keine Rhizomsperre benötigen. Pflanzzeit von Bambus ist im Frühjahr. Sie wollen einen Standort haben mit durchlässigem Boden, wo halt keine Staunässe vorherrscht. So lehmiger Boden, wo halt auch mal eine Speerschicht drin ist, mögen sie gar nicht. Es sollte schon durchlässig sein, keine Staunässe. Und sie wollen einen nährstoffreichen Boden haben. Ansonsten können sie in der Sonne überdauern. Da sind sie aber leicht anfällig gegen Sonnenbrand. Besser gefällt es ihnen im Halbschatten bzw. Schatten. Diese 3 Arten, die ich euch jetzt rausgesucht habe, habe ich zum Beispiel durch ganz einfache Recherche herausgefunden, indem ich bei Dena, verzeiht mir, einfach so ein bisschen Bambus gegoogelt habe und eingegeben habe, und dann spuckt Dena einem diese 3 Arten aus, die ganz, ganz leicht zu beschaffen sind, die auch ganz anspruchslos und auch pflegeleicht sind. Der Schirmbambus, diese Fargesia rufa, wie es jetzt hier so heißt, ist ganz gut geeignet für einen Kübel, wird maximal 2 Meter hoch, bildet wirklich kleinere, dünnere Bambusstäbchen, wirkt filigran, exotisch und kann in einem Kübel, der halt mal so 30 cm im Durchmesser hat oder auch ein Rechteckskübel, ganz gut verwendet werden. Fargesia robusta ist jedoch ganz gut für eine Heckenbepflanzung geeignet. Sie ist ein bisschen wuchtiger, dieser Schirmbambus, macht auch mal so Bambusrohre, die so daumendick sind, wächst sehr schnell und auch zuverlässig, wird so 1 Meter breit und deswegen eignet sich Fargesia robusta ganz gut für die Heckenbepflanzung. Auf dem laufenden Meter sollte man aber trotzdem 2 bis 3 Pflanzen setzen, damit das Ding halt irgendwann schön dicht ist. Durch die immergrüne Laubwirkung hat man dann auch ganzjährig einen Sichtschutz. Wird auch so, glaube ich, 3 Meter hoch und passt dann auch als Sichtschutz ganz gut. Fargesia murillae ist ein absoluter Klassiker unter den Bambussen. Wenn man Bambus eingeht, Fargesia Bambus, dann kommt in der Regel dieses Ding raus. 3 Meter maximal hoch und kann im Prinzip beides. Kann in einem Kübel gepflanzt werden, kann aber auch als Hecken bepflanzt werden. Als Hecke durchaus luftiger, filigraner, er wirkt exotisch, aber nicht zu aufdringlich, und ich finde, das Ding ist besser in einem Kübel, großen Kübel, Dachterrasse, Balkon, großer Balkon, einfach auch als Solitärpflanze, ist besser als Solitär geeignet als Hecke. Nichtsdestotrotz wahnsinnig schön, filigran, exotisch, gut anzuschauen, gefällt mir persönlich ganz gut und ist auch relativ preiswert, so eine Pflanze. 30 cm kostet zum Beispiel bei Dena 15 Euro, ist ein Schnapper, kann man ganz gut pflanzen, ist zudem auch sehr gut winterhart, glaube ich bis minus 26 Grad sogar, und da habt ihr dann auch im Winter keine Probleme damit. Ansonsten gibt es noch die Fargesia nitida, über die ich vor 2 Wochen schon geredet habe,
auch ein ganz, ganz interessanter Bambus, aber relativ schwer zu bekommen und deswegen habe ich den hier im Video auch ausgeklammert. Wenn euch Bambus noch weiter interessiert, ich habe eine Internetseite gefunden, bambuswald.de. Vertreiben auch Bambusse und erklären viel mehr noch zu Bambus. Da einfach draufklicken, erster Link in der Videobeschreibung. Farrigisia ist wirklich eine tolle Gattung, muss man sagen. Diese drei Arten können gut eingesetzt werden im Garten, aber auch auf einer Dachterrasse und auf dem Balkon. Sind exotisch, sind immergrün, sind pflegeleicht und wieso nicht mal sich so einen Bambus anschaffen als Sichtschutz, als Blickfang. Und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, gerade weil die Dinge ja auch keine Ausläufer bilden und eigentlich so ganz schön sind. Jo, und das war mein Video über die Schirmbambusse. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Nächste Woche denke ich mal das weitere Video über Bambus. Wir nehmen uns Bambusa vor. Seid gespannt. Habt ihr weitere Themenvorschläge, könnt ihr sie ja in die Kommentare schreiben und ich gehe da immer gerne drauf ein. Okay, das ist das Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon eine Zeit. Haut rein. Wir sehen uns. Tschaußen.